Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir gesagt, dass wir nach Elendshaft, beziehungsweise, nee, die Elendshaft nennt sich das, nach Elendsspitze zurückkehren. Und da sind wir auch. Und wir müssten mit unseren bekannten Dremora sprechen. Zumindest mit unserer bekannten Dremora. Er ist, glaube ich, gerade nicht da. Interessant. Ihr scheint Dagons schlimmstes Gefängnis überlebt und dabei so gut wie keinen Schaden genommen zu haben. Und euer Auftreten legt nahe, dass ihr bei eurer Mission erfolgreich wart, auch wenn die Anachoretin bekümmert wirkt. Verratet es mir. Was ist in der Blutgrube geschehen? Wir haben Elegian gefunden. Er hat uns erzählt, dass wir den Kluftkataklysten finden können, indem wir zum Gipfel des Annihilarchen gehen. Ich kenne den Gipfel des Annihilarchen. Ein hoher Berg im Karg, der für Sterbliche sehr ungastlich ist. Und für Dremora, wenn wir schon dabei sind. Nur wenige gehen dorthin. Es wäre der perfekte Ort, um den Kluftkataklysten zu verstecken. Aber was stimmt nicht mit der Anachoretin? Hat Elegian sie erkannt? Nein, aber er hat ihre Maske gemacht. Er meinte, sie würde sie ihre Vergangenheit vergessen lassen. Und sie bei jenen, die sie kannten, aus dem Gedächtnis löschen. Ist das so? Der Kataklyst und die Maske? Dieser Elegian ist wirklich schlau. Ich bin entschlossener denn je, den Kluftkataklysten in allen Einzelheiten zu studieren. Wir müssen natürlich auch die erwachende Flamme davon abhalten, ihn zu missbrauchen. Also machen wir uns zum Gipfel des Annihilarchen auf und bringen diese Sache zu Ende. Geduld, Sterbliche. Das habt ihr gut gemacht. Seid stolz auf eure Leistungen und nehmt dieses kleine Zeichen meiner Anerkennung. Mit Rynkius, Aorx und der Anachoretin an unserer Seite können wir unsere beiden Missionen abschließen. Macht euch bereit. Wir ziehen bald los. Ja, und wir erhalten robuste, schwere Arme von Set. Grausamkeit der Kühnandantin. Und wir erhalten ein Kostüm, nämlich Gewänder des Vergessenforschers. Wovon ich mal kurz einen Screenshot mache, damit ich weiß, dass man das hierher kriegt. Und einen Fertigkeitspunkt. Seht uns an, kleine Sterbliche. Gezwungen, auf das Wort eines blinden alten Sehers zu vertrauen, der in Meronis Dagons Blutgrube gefangen war und in den Wahnsinn getrieben wurde. Wenn man Elegian glauben kann, finden wir Schwester Seldina und den Kluftkataklysten auf dem Gipfel. Was wisst ihr über die Gipfel des Annihilarchen? Ich habe von dem Ort gehört. Ein kahler Gipfel, über den Winde pfeifen, die einem das Fleisch von den Knochen reißen. Ein guter Ort, um eine geheime Zuflucht zu errichten, sofern die Mauern dem ständigen Wind standhalten können. Schwester Seldina hat sich große Mühe gegeben, den Kluftkataklysten zu verstecken. Ich vermute, ihr habt einen Plan? Immer. Mit Rynkius und seinen Klingenträgern an unserer Seite werden wir uns den Weg zum Kluftkataklysten freikämpfen. Sobald ich gesehen habe, was ich sehen muss, könnt ihr die Maschine zerstören. Trefft uns am Fuß des Gipfels des Annihilarchen, wenn ihr hieran teilhaben wollt. Ich treffe euch am Gipfel des Annihilarchen. Schnappt euch die Dätratte und trefft eure Vorbereitungen. Die Gefahren des Gipfels des Annihilarchen lassen selbst eine Dremora zögern. Ich nehme an, wir werden uns unterwegs sowohl um die Truppen von Nokvros als auch den Orden der erwachenden Flamme kümmern müssen. Was, wenn Schwester Seldina bereits eine Armee aus Verkörperungen geschaffen hat? Das ist eher unwahrscheinlich. Wenn Seldina schon so eine Armee hätte, würde sie diese sofort ins Feld führen. Denkt daran, sie ist begierig darauf, Ferngrab zu erobern und sich die Gunst von Fürst Dagon zu verdienen. Dennoch glaube ich nicht, dass wir viel Zeit haben, ehe sich das ändert. Die Verkörperungen, die wir sahen, waren im Grunde geistlos. Kann Seldina eine Armee von ihnen tatsächlich steuern? Die Verkörperungen, denen wir begegnet sind, waren in der Tat geistlose Vernichtungsmaschinen. Der Geist der Dremora in ihrem Kern ist zerstört. Sie kennen nur noch Macht und Wut. Für den Moment steuert Schwester Seldina diese lebenden Waffen. Doch Valkynes Nokvros will diese Macht auch. Warum melden sich die Dedra freiwillig, Verkörperungen zu werden?
Freiwillig? Der bloße Gedanke ist schon abstoßend. Versteht ihr denn nicht, wie viel Wert wir dem beimessen, was uns zu dem macht, was wir sind? Sich einem solchen Vorgang zu unterziehen, bedeutet, vernichtet zu werden. Die Essenz überlebt, doch der Geist, der eigene Zweck, für immer fort. Meint ihr etwa, sie hatten eine Wahl? Wenn wir diesen Kataklysten zerstören, werden sie dann nicht einfach nur noch einen neuen bauen? Möglicherweise. Doch mit jedem Mal, dass wir die erwachende Flamme behindern, machen wir es weniger wahrscheinlich, dass Illigians aus dem Wahnsinn geborene Vision Wirklichkeit wird. Auch wenn es vielleicht am besten gewesen wäre, wenn ihr euch Illigian entledigt hättet, als ihr in der Blutgrube wart. Illigian hatte etwas mit der Anachoretin zu tun. Er hat ihre Maske gemacht. Das haben wir ja nur vor 2 Minuten erklärt. Wenn Illigian etwas so Mächtiges wie den Kluftkataklysten oder etwas so Feinsinniges wie die Maske der Anachoretin erschaffen kann, was könnte er sonst noch ersinnen? Man weiß nie, wie sich ein solches Talent noch als nützlich erweisen könnte. Frischt meine Erinnerung auf. Woher wissen wir, dass der Kluftkataklyst auf dem Gipfel des Annihilarchen ist? Hat die Maske der Anachoretin etwa auch bei euch Wirkung gezeigt? Anscheinend. Wenn ihr denn darauf besteht. Ich rief euch nach Ferngrab, um den Verkörperungen der erwachenden Flamme nachzugehen. Lebende Katastrophen, die in Kataklysten erschaffen werden. Wir vernichteten eine Verkörperung in der Flammenwirbelfeste, fanden aber keinen Kataklysten. Richtig, daran erinnere ich mich. Und alles andere auch. Stattdessen fanden wir Belege, dass der Klingenträger-Clan in der Feste gewesen war. Da ich bezweifelte, dass sich die Klingenträger mit Dagons Kultisten verbünden würden, gingen wir nach Elendspitze, um ihren Kühnvogt Rynkios zu treffen. Er erzählte uns, dass einige seiner Kühn vermisst werden. Richtig. Und wir wissen immer noch nicht, was den verschollenen Klingenträgern widerfahren ist. Nein, aber wir fanden heraus, dass Illigian, der Schöpfer des Kataklysten, von Valkynas Nokvros in der Blutgrube festgehalten wird. Er erzählte euch, dass man den Kluftkataklysten auf dem Gipfel des Annihilarchen finden kann. Er gab auch zu, dass er die Maske der Anachoretin erschaffen hatte. Ich meine, geht es nur mir so oder euch auch? Ich komme mir dann immer total dumm vor, beziehungsweise nicht dumm, sondern genervt natürlich, weil man immer alles dreimal nochmal hören muss. Aber ich möchte ja alles vorlesen, was halt da drin steht. Also ich weiß nicht, was Zenimax sich dabei denkt, alles immer dreimal zu erklären und das dreimal innerhalb von einer halben Stunde oder so, als ob wir alles wieder vergessen würden, noch 5 Minuten. Hallo? Aber na gut. Ich treffe euch am Gipfel des Annihilarchen. Wir sollten vorsichtig sein. Sowohl Schwester Seldina als auch Nokvros könnten dort sein. Ich wollte aber eigentlich mit dir sprechen vorher. Wenn Illigian sowohl die Kataklysten als auch meine Maske entworfen hat, kannte ich ihn dann, bevor meine Erinnerungen verschwanden? Und wusste ich von den Kataklysten? Anscheinend habe ich am Ende mehr Fragen als Antworten. Tja. Die Frage ist es besser, ihre Maske zu versuchen abzunehmen oder zu zerstören? Oder ist es besser, wenn sie sich nicht dran erinnert? Sagt mir bitte, dass wir Nokvros auf dem Gipfel des Annihilarischen finden, Herren. Oh, er muss sich für so vieles verantworten. Wenn ihr ihn zu Boden schleudert, damit ich an ihn herankomme, nagel ich ihm das Gesicht ab. Ja, ich gehe mal davon aus, dass das der war, der ihn hat verwandeln lassen. Mit den Namen bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Habt ihr irgendeine Ahnung, wie Nokvros euch in diese Form verwandelte? Okay, damit haben wir die Antwort. Nein. Nokvros ist kein Magier. Er muss irgendein Relikt oder einen vergessenen Fluch gefunden haben, um mich in diese Dädrattengestalt zu verwandeln. Und er muss mich auf dem falschen Fuß erwischt haben. Sonst hätte ich ihn noch im selben Augenblick vernichtet, indem er gegen mich zuschlug. Ich hoffe, ihr werdet aufmerksamer sein, sobald wir den Gipfel des Annihilarchen erreichen. Ihr wagt es anzudeuten, dass... Die Herrin meinte das nicht kränkend. Nein. Sie ist einfach nur eine dumme Sterbliche. Auch nicht. Nokvros zeigte nie auch nur einen Hauch von mangelnder Treue. Geschweige denn, dass er mich um einen Platz als Champion von Fürst Dagon herausforderte. Ich hätte ihn zermalmt.
Können wir nun gehen? Natürlich, Arox. Nebenbei bemerkt, ich bin noch nie in eine Dedratte verwandelt worden. Hüpft in mein Bündel, Arox. Ja, Herren. Fupp. Zum Fuß des Gipfels des Anihilarchen, Herren. Ja. Ich muss für die Schmach bezahlen, die er mir angetan hat. So, und der ist hier unten, beziehungsweise der Anihilarch ist da oben. Das heißt, ich werde da jetzt erstmal hinreiten und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. Ja. So, wir sind jetzt in der Nähe von dem Ort, wo wir hin sollen. Den Gipfel haben wir schon entdeckt. Ich kann Nockwurst förmlich riechen. Gut, wir sind alle hier. Ihr und Grünkürs werdet den Ansturm anführen, Sterbliche. Eure sterbliche Hülle... Im Gegensatz zu anderen Vertretern meiner Art hege ich kein besonderes Interesse an der offenen Schlacht. Ich überlasse die Erstürmung des Gipfels euch und Grünkürs. Die Anachoretin, die Nachhut der Klingenträger und ich werden zu euch aufschließen, sobald ihr den Kluftkataklysten ausfindig gemacht habt. Was meint ihr, wessen wir uns auf dem Aufstieg entgegenstehen werden? Entgegensehen. Abgesehen von den harschen Bedingungen und dem verheerenden Wind? Ich gehe davon aus, dass ihr euch Deltra gegenübersehen werdet, die Valkynas Nokvoros treu ergeben sind. Vielleicht Sterbliche, die ihr Leben dem Dagon-Kult gewidmet haben. Sicherlich würden weder Nokvoros noch Schwester Seldina den Kluftkataklysten unbewacht lassen. Meint ihr, Schwester Seldina weiß, dass Nokvoros seinen eigenen Kataklysten bauen will? In Anbetracht dessen, was wir von ihrem Umgang miteinander bisher gesehen haben, würde ich sagen, dass keiner dem anderen mehr erzählt als unbedingt nötig. Vielleicht können wir das an irgendeinem Punkt ausnutzen, um den Riss zu vergrößern, der sie bereits voneinander trennt. Nun sputet euch. Wir sehen euch auf dem Gipfel. Ich treffe euch auf dem Gipfel. Reden wir mit dir auch noch? Kühnvogt Rynkios ist eine der besten Klingen des Clans, Sterbliche. Tretet nicht zwischen seine Schneide und unsere Feinde. Werdet ihr den Gipfel des Anihilarchen mit uns erklimmen? Ich folge den Befehlen, die Kühnvogt Rynkios erteilt, Sterbliche. Ich erkenne nicht, wie das von Belang für euch sein könnte. Ich will wissen, wie viele Klingenträger mich begleiten werden. Gibt es irgendeinen Nutzen, den Sterbliche aus beiläufigen Erkundigungen ziehen? Merkwürdig. Ich habe gehört, dass Sterbliche sogar dann Fragen stellen, wenn sie die Antworten schon kennen. Rynkios wird bei euch sein. Das ist genug. Nun gut, sehr nett, der Kerl. Kann der mal stehen bleiben? Während wir zum Gipfel hinaufsteigen, sollt ihr wissen, dass ich euch vor den schlimmsten Blitzen und Winden schützen kann. Sofern ihr euch nicht so weit von meiner Seite entfernt. Was alle anderen Bedrohungen angeht, werdet ihr sie selbst bewältigen müssen. Welchen anderen Bedrohungen werden wir uns eurer Auffassung nach stellen müssen? Die Gefahren der Totenländer sind zahlreich, Sterbliche. Habt ihr das nicht inzwischen begriffen? Valkynas Nokvoros wird seine Schergen in großer Zahl aufgefahren haben. Ihm mag zwar befohlen worden sein, Schwester Seldina zu unterstützen. Doch er wird nach jeder sich bietenden Möglichkeit suchen, sie zu ersetzen. Sie zu ersetzen? Er versucht, das Handeln von Daedra durch ein sterbliches Verständnis von der Welt zu deuten. Ich habe die Sterblichen von Elendspitze das Gleiche tun sehen. Das führt zu allerlei Ärger. Nokvoros wird danach trachten, Seldina zu diskreditieren und zu unterminieren, selbst während er ihr Unterstützung leistet. Ja, auf nichts anderes bin ich eingestellt. Okay, achso, doch, wir haben da oben einen Punkt, wo wir hin müssen. Das meinte er mit Winde. Alter, dein Ernst jetzt. Können einen einfach mal so stunnen, obwohl die überhaupt gar nicht so richtig in der Nähe sind. Das ist ja super. Die Tür nehmen wir aber nicht, so wie es aussieht. Super, die treffen mich auch, obwohl ich gar nicht da bin, wo die sind. Wir müssen... Müssen wir jetzt hier hin? Wir müssen da hoch, oder? Mal an.
nicht so langsam. Über diese Gipfel. Nichts konnte meine wahre Form aufhalten. Ja, das ist toll. Ich frag mich nur, warum... Hallo? Doc Frost war hier. Ein Durchgang. Doc Frost ist hier lang. Ja, weiß ich. Ich stehe doch schon vor dem Durchgang. Hallo? Hier drin. Rasch. Na, endlich. Hier entlang. Ich soll werde Doc Frost die Nase abnagen. Wir folgen eurer Date-Ratte. Doc Frost ist weg. Ist mein Spürhund. Verflucht sei er. Brief an Verwüsterin Orsana. Verwüsterin Orsana. Wir brauchen zusätzliche Versuchspersonen für das Projekt Kluftkataklyst. Kataklyst. Boah, ist das ein Wort. Lasst einen Trupp Vigilanten in die Gießerei von Kühnandantin Jünd marschieren. Die einfachsten Worte, die man sonst ausgesprochen hat, die wirken auf einmal wie böhmische Buchstaben. Ganz ehrlich, wenn man die zu oft liest. Und übernimmt alle Dremora-Versuchspersonen, die sie derzeit dort in Gewahrsam hat. Bringt diese dann zum Gipfel des Annihilarchen, von wo aus sie zum Gerät transportiert werden. Ich lege einen Brief für Jünd bei, der unseren Bedarf erklärt. Wenn sie protestiert, erinnert ihr sie daran, dass Valkynas Noc Vros sich bereit erklärt hat, uns mit Gefangenen für unsere Arbeit zu versorgen. Vergeudet keine Zeit. Einige der nicht angeschlossenen Clans suchen schon nach ihren vermissten Kühen. Ich wollte nicht, dass euch die Klingenträger dabei erwischen, wie ihr ihre Clanbrüder in Ketten herumführt. Schwester Seldina. Ja. Keine Stimme mehr, aber irgendwie muss es ja weitergehen. Oh, Basti, ganz ehrlich, geh doch einfach mal. Herrin, ich rieche Blut. Sterbliches Blut. Anscheinend habe ich in dieser schwächlichen Gestalt eine sehr empfindliche Nase. Ich rieche auch Nockwurst. Er war hier. Dessen bin ich mir gewiss. Ja, das mit diesem extrem guten Geruchssinn hat er ja schon mal erwähnt. Erzählt mir mehr über das sterbliche Blut. Frisch vergossen, Herrin. Hier ist ein Sterblicher gestorben. Vor nicht allzu langer Zeit. Wir sollten uns umsehen und herausfinden, welche Geschichte uns dieser Ort über jene erzählen kann, die zum Gipfel hinaufsteigen. Reisende können unvorsichtig sein, vor allem dann, wenn sie gerade getötet werden. Was ist das für ein Satz? Was meint ihr damit, Arox? Tote Sterbliche achten kaum darauf, wo sie ihre Leichen zurücklassen oder auf die Dinge, die sie bei sich tragen. Sehr unordentlich. Wirklich selbstsüchtig von ihnen. Daedra vermeiden das, indem sie einfach nicht sterben. In aller Regel. Na schön, sehen wir uns um. Ich denke mal, der meint jetzt die Leiche hier. Herrin. Ein Sterblicher ist gestorben. Ich rieche Magie. Ihr habt etwas gefunden? Seltsam. Ich folge keinen Befehlen einer D-Dratte. Ja, doch gar kein Befehl, hat er halt. Man kann es wieder nicht... Ah, jetzt. Dieser verdrehte Stab, den habe ich gerochen. Er muss wichtig sein. Achso, mit ihm können wir gar nicht reden. Ich habe während unserer Aufenthalte in Elendspitze nur wenige tote Sterbliche gesehen. Doch es ist offensichtlich, dass dieser Kultist erst kürzlich gestorben ist. Ich brauche nicht die Nase einer Daedratte, um frisch vergossenes Blut zu riechen. Was habt ihr gefunden? Eine Art Schlüssel. Er ist mit Runen bedeckt. Lasst mich einmal sehen. Dieser Schlüssel ist mir nicht bekannt, doch er könnte sich als nützlich erweisen. Vielleicht ein Weg in den Bau der erwachenden Flamme? Wie unvorsichtig, einfach irgendeinen Schwächling damit davon spazieren zu lassen. Oder dass Valkynas Noc Vros ihn überhaupt zurückließ. Es sei denn, er brauchte ihn nicht mehr. Was glaubt ihr, was hier geschehen ist? Wir sahen, wie Noc Vros seine Untergebenen Jünd und Sinoas anwies, Kultisten der erwachenden Flammen zu der Kataklysmenmaschine zu befragen. Ich glaube, diesen Kultisten ereilte dasselbe Schicksal. Aber sich einen Gefangenen direkt von der Türschwelle von Schwester Seldina holen? Noc Vros wird kühn.
Wisst ihr vielleicht, wofür man diesen verdrehten Stab einsetzen könnte? Das ist nicht wichtig. Welche Kraft er auch immer geborgen haben mag, sie ist verbraucht. Die Daedrate mag an ihm schnüffeln und kratzen. Doch wenn der Stab einen Zweck hätte, hätte Nokvors sie nicht zurückgelassen. Sammelt euer Haustier ein. Wir sollten zum Gipfel gehen. Ich rede mit Arox. Mit meinem Gehör ist alles in Ordnung, Herrin. Wie auch mit meiner Neugier. Die Klingenträger irren sich, wenn sie mich mit solcher Abscheu betrachten. Ich bin Arox, der Verstümmler. Habe ich mich nicht schon als nützlich erwiesen, Herrin? Ja, doch wir müssen jetzt den Gipfel erreichen. Wie ihr wünscht, Herrin. Der Tag wird kommen, an dem ich über eure Feinde komme wie ein lodernder Blitz und euch 100 verkohlte Schädel zu Füßen lege. Wollen wir einmal sehen, ob der Klingenträger dann immer noch so abschätzige Grimassen zieht, wenn er Arox sieht? Hüpfte mein Bündel, Arox. Zu Befehl. Ah, ich muss da noch drin bleiben. Gehen wir weiter. Dann sieht das so niedlich aus, wenn er dann da rein hüpft. Ich glaube, das ist der Fehler gewesen letztes Mal, dass ich zu schnell aus dem Dialog rausgegangen bin. Okay, das ist dann wieder die Sache, dass man mich nicht angreifen kann, wenn ich bei ihm bleibe, ne? Probieren wir mal aus. Basti, du solltest das vielleicht auch ausprobieren. Kommt er denn auch mit? Denkt daran, Sterbliche. Entfernt euch nicht zu weit von mir. Sonst kann ich euch nicht vor den Elementen des Gipfels schützen. Also ich gehe jetzt mal. Dann kommt er, glaube ich, noch mit. Ah ja, das prallt wirklich ab. Oh, aber nicht alles. Also scheint nicht wirklich viel zu bringen, sagen wir es mal so. Oh, mein Buffoot ist auch alle. Moment, das nehmen wir nochmal eben. Bevor wir uns weiter aufmachen und dann gleich nachher irgendwie im Kampf sind oder so. Ich kann hier gar nicht. Ach, ich kann hier gar nicht reiten. Oh. Na gut, dann gehe ich tatsächlich. Mal gucken, ob er mir doch noch hinterherkommt, weil. Das Problem ist, die gehen trotzdem hier rein. Also so richtig schützen tut er mich nicht. Komm mit. Wir versuchen das einfach mal. Es sieht jetzt ziemlich dämlich aus, muss ich dazu sagen. Und wie gesagt, schützen tut es mich jetzt auch nicht wirklich. Hallo? Wieso kann ich mehr angreifen? Schön. Also man sieht unten, wie ich die ganze Zeit da drauf drücke. Entweder habe ich nur keine Animation mehr, aber ich glaube, es tut sich gar nichts. Das kann ich benutzen. Das hatte ich ja schon mal, vor 2 Folgen oder so, dass ich gar nichts machen konnte. Was schreit denn der so? Ich glaube, es wäre tatsächlich einfacher, einfach hier durchzugehen. Jetzt folgt der mir genau dahin, wo ich rumlaufe. Also gut, wenn ich laufe, folgt der mir natürlich auch. Alter. Ich glaube, das meinte er mit Schützen, dass man nicht so nach oben fliegt. Weil alles andere, die kommen ja trotzdem hier rein. Ein bisschen näher. Ah, jetzt kann ich wieder. Sehr schön. Ja, ich laufe aber auch mal. Das ist eine. Ich kann auch so nicht spielen. Die ganze Zeit nur schleichen. Ein Windtor. Wirksam beim Versperren enger Orte. Seht nach, ob der Schlüssel, den ihr bei dem toten Sterblichen gefunden habt, hier nützlich ist. Windtor? Meine wahre Gestalt wird es mit Leichtigkeit. Sehr gut, Herrin. Nicht so gut, wie es einzureißen und die Trümmer zu zerstampfen, aber trotzdem ziemlich gut. Unsere Feinde sind geflüchtet. Wo ist der Dagonistentempel? Was genau hat der verrückte Seher euch gesagt, Sterbliche? Hat er nur abbrechen konnte? Nokvros hat dieses Portal benutzt, Herrin. Ich rieche ihn noch. Ich glaube nicht, dass Elegian gelogen hat. Dieses Portal muss zum Kluftkataklysten führen.
erfrischt meine Erinnerung auf, Sterbliche. Na? Was genau sagte Illegian zu euch, als ihr nach dem Kluftkataklysten fragtet? Er sagte, dass wir den Kluftkataklysten finden können, indem wir zum Gipfel des Annihilarchen gehen. Falls dieses Portal dorthin führt, wo der Kataklyst wartet, hat Illegian die Wahrheit gesagt. Das werden wir allerdings erst erfahren, sobald wir es benutzen. Ich spüre, dass das Portal eine Verbindung nach Nirn darstellt. Darüber hinaus birgt es einen Schutzzauber, der sich eigens gegen mich richtet. Ich wage es nicht, hindurchzutreten. Was für ein Schutzzauber? Schwester Seldina und die erwachende Flamme haben schon zuvor versucht, mich zu neutralisieren. Sie haben dieses Portal mit einem Zauber versehen, der meinen derzeitigen Körper auflösen wird. Vergesst nicht, ich kann nicht sterben. Nicht so wie ihr. Doch der Vorgang der Neuformierung kann mir Unannehmlichkeiten bereiten. Es gibt keinen Weg, den Schutzzauber zu entfernen? Vielleicht, doch das würde Zeit brauchen, die wir nicht haben. Ihr müsst mir als meine Augen dienen, kleine Sterbliche. Findet den Kataklysten, untersucht ihn. Prägt euch alles ein, was ihr seht. Danach tut ihr, was auch immer ihr für nötig haltet. Nehmt die Anachoretin mit. Ich schicke Rymkios umgehend nach. Ich gehe den Kluftkataklysten suchen. Wir vermuten, dass der Kluftkataklyst jenseits dieses Portals wartet. Doch wir können uns nicht sicher sein. Falls ihr ihn findet, kümmert euch um seine Wächter und tut, was ihr tun müsst, bis ich mich euch anschließen kann. Wenn das eine Falle ist, tut euer Bestes, um zu überleben. Und kehrt danach zu mir in die Totenländer zurück. Werdet ihr hier alleine sicher sein? Es gibt keinen Grund, euch um meine Sicherheit zu sorgen, kleine Sterbliche. Außerdem haben die verbliebenen Klingenträger einen Ruf, den sie sich redlich verdient haben. Wir werden in der Lage sein, mit so gut wie allem fertig zu werden, was es auf uns abgesehen hat. Was soll ich tun, falls ich den Kataklysten finde? Ich würde es sehr vorziehen, einen unversehrten Kataklysten zu untersuchen. Wenn ich den Schutzzauber nicht aufheben kann, werde ich einfach nach Nirn reisen und von dort aus zu euch stoßen. Es wird nur eine Weile dauern. Macht mit Schwester Seldina und der erwachenden Flamme, was sich als nötig erweist. Doch zerstört nicht den Kataklysten. Der Kataklyst bedroht Ferngrab und Nirn. Sollte ich ihn nicht zerstören? Es gibt noch immer Dinge, die ich lernen muss, Sterbliche. Falls ihr das Gefühl habt, ihn zerstören zu müssen, dann tut, worum ich euch gebeten habe und untersucht ihn zuerst. Erzählt mir alles, was ihr seht. Doch falls die Gefahr keine unmittelbare ist, so lasst ihn unversehrt, damit ich ihn selbst untersuchen kann. Worauf achte ich genau, falls ich ihn untersuche? Auf alles Auffällige. Noch besser ist, wenn ihr Notizen findet oder ihr mir einen Teil des Geräts bringen könnt. Was immer mir auch hilft zu verstehen, wie es Daedra verwandeln kann, die doch eigentlich unwandelbar und ewig sein sollten. Nun geht. Nehmt die Anachoretin und geht, Sterbliche. Ich komme nach, sobald ich den Klingenträgern Anweisungen gegeben und mich mit Lyrant besprochen habe. Nun gut, dann werden wir das tun. Ich glaube nicht, dass ich je in Nirn war. Gehen wir, Herrin! Nobros muss den Zorn meiner Zähne und Klauen spüren! Dann mal los. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.